Herzlich willkommen, ihr Lieben, auf unserem kleinen Kanal. Heute sind wir wieder unterwegs mit unserer V686G von WL Toys. Ja, heute wollen wir mal den Flugakku testen, beziehungsweise die Flugzeit, die maximale Flugzeit wollen wir mal testen. Das Ganze machen wir im Splitscreen, das heißt, ihr werdet in dem Moment die Bilder der eingebauten Kamera in der Drohne sehen und unten in der Ecke werde ich euch einblenden die aktuelle Flugzeit. Die starten wir natürlich erst, wenn wir auch in die Luft gehen. Angegeben ist sie, glaube ich, mit 5 Minuten. Es ist ein bisschen frisch heute, deshalb rechne ich mal damit, dass sie gar nicht erst so lange fliegen wird. Ich werde die Drohne auf 80% fliegen. Standardmäßig, wenn man sie einschaltet, ist sie ja nur bei 40%, aber ich werde sie mal auf 80% hochstellen. Es ist zwar windstill, aber weiter oben könnte dann doch ein bisschen Wind kommen. Da möchte ich sie gerne noch ein bisschen steuern können. So, jetzt geht's los.
Also ihr habt es gesehen, bei 4 Minuten und ein bisschen, ich habe die Uhr leider noch ein bisschen weiterlaufen lassen, war dann auch Schluss, wobei ich sagen muss, sie ist angegeben vom Hersteller her mit 5 bis 8 Minuten. Es ist ein bisschen kälter heute, das wird natürlich ein bisschen Akkuleistung fressen. Allerdings hat sie auch bei 3 Minuten und schon angefangen zu blinken wie wild. Also da kam schon die Akkuwarnung. Ich habe ein bisschen gelogen, es ist nicht ganz hundertprozentig windstill. Das werdet ihr auch am Video an der Onboard-Kamera gesehen haben. Es ist allerdings nur Minimalwind. Also die Drohne ist sehr, sehr, sehr windanfällig und verliert sofort sämtliche Flugstabilität. Deshalb auch der ein oder andere Absturz. Ich bitte das zu entschuldigen. Das liegt nicht daran, dass ich nicht fliegen kann, sondern dass die Drohne sich einfach, wenn so eine Windböe kommt, auch wenn sie nur ganz leicht ist, dass sie sich dann einfach fast überhaupt nicht mehr steuern lässt. Man kann dann einfach nur noch aufs Gas gehen und versuchen, ein bisschen gegenzusteuern, um die Drohne wieder abzufangen. Ansonsten, ja, also knapp über 4 Minuten haben wir geschafft. Das soll es erstmal gewesen sein. Das war's in dieser Woche. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Natürlich könnt ihr gerne eine Bewertung und oder einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr mögt, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit unseren anderen Videos. Die letzten 3 davon haben wir euch hier verlinkt. Und ganz wichtig, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst, abonnieren nicht vergessen. Also, bis nächste Woche. Macht's gut.